Ja, hallöchen liebe Leute, ich heiße euch mal wieder willkommen zu einem weiteren Video für Armored Warfare. Und heute schauen wir uns einen Premium-Schützenpanzer der Stufe 8 an, den 2T Stalker aus Belarus bzw. Weißrussland, ausgerüstet mit einem 30 mm Maschinenkanone und, ja, wie ihr seht, auf dem Dach montiert einen doppelten Raketenwerfer. Sieht ein bisschen abgespaced aus, zumindest der Turm. Und ansonsten das Chassis erinnert mich so ein bisschen an die BMDs bzw. BMPs. Ja, wie kommt ihr an das Fahrzeug ran? Ihr seid im Spiel, geht hier oben auf euer Hauptquartier und habt hier drüben ja dieses Vertragssystem. Ich habe das Fahrzeug, deswegen ist bei mir die Kiste. Wenn ihr das Fahrzeug noch nicht habt, wäre eben oben das Fahrzeug bei euch zu sehen. Ihr habt zwei tägliche Aufgaben, die ihr erfüllen könnt. Müsst 500 Punkte sammeln. Hier gibt es zum Beispiel 10 Punkte. Wöchentliche Aufgaben, zum Beispiel 5 wurden 30. Wenn ihr das Fahrzeug fertig habt, könnt ihr hier versuchen, noch so eine Kiste zu erspielen. Das Fahrzeug könnt ihr noch bis ungefähr März 2021 erspielen, kostenlos. Ja, da ist eigentlich relativ viel Zeit für die Leute, die das interessiert. Okay, gehen wir mal in die Munition. Wir haben für die Maschinenkanone nur panzerbrechende Geschosse und die normalen roten Raketen, keine grünen. Wir haben eine Spezialfähigkeit, die wir über dieses Vertragssystem, ne, freischalten können. Bin jetzt kein großer Fan von diesem Radar, weil wir kriegen mehr Sichtweite, das ist natürlich fantastisch. Wir haben die Chance, den Gegner, oder eine höhere Chance, den Gegner hinter Blattwerk zu erspähen. Das ist auch toll. Verlieren aber selber 5% an Tarnwert und ja, eigentlich Aufklärfahrzeuge leben ja von ihrem Tarnwert, wenn wir den selber reduzieren. Ja, also ich sehe es eher selten, dass Leute diese Funktion nutzen. Wahrscheinlich ist hier hinten das Radar, könnte ich mir vorstellen, was vielleicht animiert, das kann ich euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall der Nachladezyklus, beziehungsweise wenn die beiden Raketen verschossen sind, fährt dieses Gestell ein. Das werde ich euch dann im Spiel zeigen. Wird nachgeladen und kommt dann wieder raus. Auf jeden Fall, das Ganze ist animiert. Vielleicht gibt es ja später auch nochmal eine Version hier nochmal mit dem Raketenwerfer. Da sehen wir ja, die Schießscharte ist ja schon vorhanden, modelliert. Vielleicht passiert da ja oder ein ähnliches Fahrzeug mal schauen. Ja, wir haben noch eine passive Fähigkeit. Seht ihr dort, harder to spot. Wir sind schwieriger aufzuklären bedeutet. Wenn wir langsam fahren, kann euch jetzt leider keine genaue kmh-Zahl nennen. Dann verlieren wir keinen Tarnwert. Wenn wir eine gewisse Grenze an Geschwindigkeit überschreiten, haben wir einen Tarnverlust. Bei Leichtpanzern ist es ja so, egal wie schnell sie fahren, sie verlieren niemals an Tarnwert. Okay, gehen wir in die Upgrades rein. Das ist relativ übersichtlich. Wir haben, ja, wir haben Rauch, aber keinerlei APS-System, was uns schützen könnte vor gegnerischen Raketen. Wir können über dieses Vertragssystem unsere panzerbrechenden Geschosse verbessern. Wir haben diese Radarfähigkeit, wie ich angesprochen habe, und wir können unseren Raketenwerfer verbessern, dass wir die beiden Raketen gleichzeitig in der Luft haben können. Macht eher Sinn über längere Distanzen und ja, die Feuerrate der ATGMs selber wird nochmal verbessert, aber ihr seht, dazu muss man erstmal 200 Punkte sammeln. Das dauert noch eine ganze Weil oder ihr seid eben relativ gut beschäftigt. Okay, dann können wir das Fahrzeug mal so ganz grob vergleichen. Ich habe jetzt mal eine kleine Auswahl genommen. Den K21, auch ein Premium-Fahrzeug, hat aber ein 40 mm Geschütz. Der Rosomag kommt vielleicht so am nächsten ran, hat auch 30 mm mit doppelten Raketenwerfer. Bradley hat 40 mm mit doppelten Raketenwerfer. Und dann haben wir noch den VBR 20 mm mit einem Vierfach-Raketenwerfer. Deswegen, ja, Feuerkraft hier irgendwie zu vergleichen, wird schwierig, aber vielleicht Tarnwert, Sichtweite und solche Sachen sind wahrscheinlich ein bisschen interessanter für Aufklärfahrzeuge. Also Standardmunition,
panzerbrechend beim Stalker. 30 Schaden, 185 Durchschlagskraft können wir später noch erhöhen. Standardmäßig 12.000 Schaden pro Minute. Nachladezeit uninteressant. 400 Schuss die Minute. Wir haben 2.100 Lebenspunkte. Nur der VBR hat ein bisschen weniger. Panzerungstechnisch ist ein Aufklärfahrzeug nichts vorhanden. Und unsere Wannen- bzw. Turmpanzerung besteht aus Stahl. Wir fahren fast 100 Klamotten die Stunde. Das ist ziemlich schnell, wenn wir mal schauen. Die anderen sind ein bisschen langsamer oder genauso schnell. 0 auf 32 in ungefähr 3,5 Sekunden. Wir wiegen 27,5 Tonnen und unsere Wannendrehgeschwindigkeit liegt bei 43 Grad die Sekunde. Haben einen Standardtarnwert von 30%. Mit Tarnung 35. Ja, da sind wir deutlich besser als die anderen. Nur der VBR ist halt noch ein Ticken besser. Wir haben eine Sichtweite außer Bewegung von 430 Metern. Das ist auch eigentlich ein Standardwert, wie wir sehen. Und haben aber nicht dieses Reconnaissance-Paket, dieses Aufklärpaket, wie die anderen zum Beispiel, wo wir eben nochmal 30 Meter mehr Sichtweite haben, wenn wir stehen. Wir müssen es eben dann, ja, sind vielleicht so ein bisschen aktiver unterwegs, während die anderen so ein bisschen passiv auch noch einen Vorteil gegen uns über haben. Ja, ansonsten, wir können unser Geschütz auf minus 70 und plus 70 Grad ab, beziehungsweise, wie nennt man das, hochdingsen. Präzision von Autokanonen ist richtig schlecht. Einzelzeit, ja, 2,2 Sekunden. Haben aber eine ziemlich gute Turmdrehgeschwindigkeit von 50 Grad die Sekunde, wo wir sehen, das ist auch eigentlich ein relativ guter Durchschnitt, nur der VBR ist noch ein bisschen besser. Ja, dann panzerungstechnisch, denke ich, wird uns nicht viel überraschen, die ist ja eigentlich nicht vorhanden. Nur wichtig ist natürlich, kommen wir mit unserer Maschinenkanone, wenn wir einen anderen Stalker treffen sollten, ne? Kommen wir durch, obere Wanne keine Chance, aber Turm und untere Wanne, Seite ist auch durchschlagbar. Ja, dann, wir können mal schauen. 8, haben wir da irgendwas Interessantes? Wir können mal schauen, der VBR hat ja noch, ich glaube, das kleinste Kaliber mit 20, aber ja. Nee, Moment, der hier, Pele. Ah, der hat's. Ja, also mit Pele, mit dem VBR gegen Pele, hätten wir eine Chance, wenn wir auf den treffen sollten. Ein bisschen winkeln geht auch, aber ja, Turm und untere Wanne. Ja, auch durchschlagbar. Ansonsten brauchen wir jetzt gar nicht so viel hier ansehen. Kampfpanzer, der sollte ja gar keine großen Probleme haben, uns hier irgendwie zu schlagen. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht irgendwo das Munitionslager finden. Frontal ist nichts. Vielleicht hier unter dem Turm. Ne, hier im hinteren Teil. Okay. Gut. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht auf dieses Fahrzeug treffen, aber ist natürlich immer gut zu wissen, wenn man die Möglichkeit hat. Ein relativ kleines Munitionslager. Okay. Die stehen wahrscheinlich so hier drin. Die liegen nicht drin, sondern die stehen wahrscheinlich die Munition, so wie das hier aussieht. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir haben den langweiligeren Teil hinter uns. Ich werde das Fahrzeug anmalen und dann sehen wir uns im Gefecht wieder. Okay, dokili, Leute, dann das erste Gefecht für mich mit dem 2T Stalker Operation Perseus. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen auch, der Raketenwerfer ist relativ weit über dem Fahrzeug. Das heißt, ja, wir könnten uns mal so ein bisschen verstecken. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht noch ein bisschen höher, aber ja. Ja, wir können versuchen, uns eben... Funktioniert ganz gut. Ein bisschen Auto eben hier. Ja, Gegner hat es natürlich relativ schwer, uns dann hier anzuvisieren. Oh, noch mal da. Ui, ja, seht ihr? Autsch, 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 Autsch.
Da müssen wir. Oh, wir haben 360 Grad drauf. Okay, cool. Dann machen wir erstmal das Aufklärfahrzeug, kommt für den Gegner weg. Keine Chance. Dann machen wir den weg. Achso, ich wollte euch ja die Nachladeanimation zeigen. Gut, die hat jetzt zur Hälfte funktioniert. Ja, sehen wir jetzt hier. Und da verschwindet dann der Klappe. So, genug gespielt. Da kommt er wieder hoch. Ah, die Rakete lädt noch. Okay. Okay. Das ist nicht schlecht. Gibt ja manchmal, ich glaube beim Cornet ist das glaube ich immer noch so, dass ja, die Raketenwerfer ein- und ausfahren und die Raketen sind noch nicht nachgeladen oder bereit, aber der Raketenwerfer ist schon wieder sehr, sehr konfus, das Ganze hier. Macht das ein bisschen mehr Sinn, aber ich sollte nicht so viel quatschen. Wir müssen da runterfahren, dann machen wir das. Ah, spielt sich sehr, sehr wendig. Das macht Spaß. Aber rein halt hier. Ein bisschen noch Tarnwert achten. Ah, hier. Ach, was Deutsches. Ah, er dreht nicht. Oh, schön. Aha, Leoparden. Die explodieren immer richtig schön. Ein bisschen über die Flanke fahren. Ah, der. Der spielt sich gut. Das macht Spaß. Ah, komm mal hier ran. Oh, ist den. Das sieht sich jetzt nie gewohnt. Ja, dann wir die Ära. Ja, vielleicht können wir die noch zerstören. Ja, jetzt ist weg. Draufhalten, bis er zerstört ist. Hat mal ein Glück. Ja, ein Glück. Ja, nicht schlecht. Ja, ich habe schon viele von denen. Ja, die sind hartnäckig. Der kriegt auch einen Turm. Ja, bis jetzt. Läuft das ganz gut. Er sieht mich fast. Ja. Ja, vielleicht kann man die gehen ein bisschen ketten. Gehen durch. Komm, nimm ihn. Komm. Fang weg. Okay, da ist immer eine Sprut. Schauen, wo ist. Wahrscheinlich hier runtergefahren. Ah, vom Wink. Mal schauen, ob die Arti rankommt. Dann machen wir es selber. Sieht schon cool aus. Kann man nichts anderes sagen. Oh, können wir mal ein Stück rüberziehen. Sagt aber auch wieder niemand. Wow, der ist agil, das ist... Das macht Spaß, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, ich fahre jetzt oben lang, da unten kommen immer irgendwelche... Oh, Leopard, sehr schön. Gib. Fahren wir erstmal langsam ran. Sehr schön. Das Einzige, was wir nicht können, ist markieren. So. Nur ein bisschen schießen, dann geht unser Tarnwert. Ne, den Tarnwert haben wir ja hier unten. Aber wenn wir schießen, senkt er sich. Und je geringer der ist, desto höher ist eben die Chance, dass wir aufgeklärt werden. Sollte man sich da ein bisschen... Ah, das AP-System.
da. Ja, 360 Grad Rauch. Okay. Ach komm, wir stellen uns hier in den Busch. Ach komm, die geht mal ohne Ehne. Okay, doch nie. Holen wir uns den. Ja, wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben keine Chance hier irgendwo. Hätte ich jetzt eher gedacht. Okay, mal probieren. Nein. Nachladen. Okay. Da steht noch jemand drin. Es soll sein, dass der hier in dem Bunker steht. Ja. Oh. Dann war er tot. Zu spät. Aber kriegen wir alles unter Kontrolle. Oh. Ah ja, in Turm soll man nicht unbedingt beim PS schießen, aber ja. Hat sich so ergeben. Ah, wir sind tiefer. Oh, schon wieder offen. Das ist ärgerlich. Ah, wo war er? Da. Ah, brennst du runter? Machen wir am X. Kommen wir uns auch. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. War noch inner? Oh, fahren wir rum. Alle Zeit der Welt. Hinten in den Arsch rein. Stürmchen. Ah! Munitionslager beim Leopard. Ja, schade, sieht den nicht. Wow. Jetzt würde ich mir natürlich wünschen, dass der Raketenwerfer auf der anderen Seite ist. Dann könnte man jetzt so ein bisschen versuchen, über die Deckung zu feuern. Ja, schade, dass ich den nicht aufkriege. Und da war er weg. Okay, sehr schön. Die erste Runde mit dem Stalker. Na, Schluck Kaffee nehmen. Ah. Mensch, da habe ich ja richtig Lust, noch eine Runde mit dem zu drehen. Gut, 30.000 Booster und 23.000 assistierter Schaden. Wir können mal reinschauen, ja. 23 wirklich vom Aufklären und 600, ein bisschen mehr als 600 von Kettenziehen und solchen Sachen. Die Mannschaft tue ich jetzt mal nicht. Aber gehen wir mal Cerberus rein. Wir können mal schauen. Wir haben keinen Ladeschützen. Reparatur, Medipack, Öl, Nachladezeit, die beiden Optiken. Ja, und wenn man das Radar nutzt, kann man vielleicht auch das Ganze mit der optischen Farbe, ne, dass der Tarnverlust plus minus null geht. Dann muss man aber sehr, sehr passiv stehen, sich einen Busch stellen und denke ich, dann kann das auch funktionieren. Ja, ist dann jedem selbst überlassen oder vielleicht so ein bisschen den Spielstil. Gut, andere Karte, Rolling Thunder. Ist natürlich ein bisschen nahkampflastiger das Ganze, aber auch nicht verkehrt, können wir ein bisschen schauen, ob wir hier was reißen, ein bisschen defensiver uns hinstellen. Irgendwie kriegen wir das schon geschaukelt. Ein bisschen heller. Naja. Ja, drei Kampfpanzer, Nahkampfkarte. Sollte funktionieren. Natürlich auch schwierig mit dem
diesem erhöhten Raketenwerfer natürlich Positionen zu finden. Zum Beispiel hier so, sieht gut aus. Hier ist ein kleiner Tick zu hoch, dass man rüberziehen könnte. Ja, stich selber am Weg. Oh, ja. Das ist alles nicht so einfach. Aber wir wollen ja stehen bleiben. Sichtweite erhöhen. Oh ja, gut, da möchte ich nicht unbedingt drauf schießen, aber er ist gehört auch gar nicht mir. Ja. Oh, gefährlich. Da gehört jemand anderen. Ah, der HIV tot. Ja. Stehe ich wahrscheinlich ein bisschen nah. So, von hinten könnten jetzt noch welche kommen. So, der gehört mir aber. Oh, guck mal, eine Rakete hin. Ich muss aufpassen, was wir hier machen. Natürlich gern, dass die mir gehören. Ja. Guck mal da am Turm. Ne, dann schießt man mit neuen. Was? Sehr schön. So, nachladen, warten. Da kommt da hochgefahren, eine kleine Schlinge. Ja, Stingray gehört mir. Müssen wir nicht unbedingt drauf schießen. Sehen wir immer, wenn das Auge über einem Gegner ist, dann haben wir den aufgeklärt. Und wenn jemand anderes drauf schießt, erhalten wir Punkte. Wir müssen da nicht selber Hand anlegen oder Munition verschwenden. Dafür gibt es ja ein Team. So, der Gegner kommt ja irgendwann von hinten. Wollen wir ein bisschen die Autos wegschießen hier? Doof. So, muss man schauen. Irgendwann kommt von hier hinten, glaube ich, ein Gegner. Da können sie stehen schlecht. Oh, die machen mich sogar hinten auf. Das ist schlecht. Auf mich zu schießen. Oh, ein bisschen was. Die Ära zerstören an der Seite. Die Kollegen. Und Bradley. Bradley immer versuchen, schön in den Turm zu schießen. Relativ schwach gepanzert. Na ja, komm. Schießen wir da rein. Ein dicker. Noch ein dicker. Der zeigt uns den Hintern. Oh, ein bisschen rauf. Da sind wir sicher. Ja, schön. Die Raketen fliegen richtig schnell und fluffig. Machen einen guten Eindruck. Junge, auf mich zu schießen. Ah, oh, ist gut. Ach, hör doch auf mich zu schießen. Natürlich schön, wenn die Leutnants rausgefokust werden, da die ja immer so ein bisschen mehr Sichtweite haben und solche Scherze. Ja, komm hinterm Turm durch. Wir gehen in den Nahkampf. Oh, schade. Oh, jetzt sterben wir. Nee, Glück gehabt. Ich komme doch ein XM. Na ja, gut, solange der uns. Sehr schön. Gut.
Sachen reparieren. Dann sieht das ja gut aus. So. Achso, hier ist ja die Barrikade. Ja, macht nichts. Dauert ja sowieso immer ein bisschen, bis die Gegner kommen. So ein bisschen. Schauen, ein bisschen defensiver uns hinstellen. So. Wenn die größeren Hindernisse wegnehmen. Von hinten kommt noch irgendwann Gegner. Müssen wir den Punkt finden, dass wir uns rechtzeitig verkrümeln. Eine Rakete reicht, nachladen. Doch mich aufzuklären. Komm. Schade. Oh, jetzt kommt er von hinten. Jetzt. Haben wir einen Arsch gemacht. Hat da vielleicht jemand anderen, wo er drauf schießt? Ja, kein APS. Okay. Na gut. Jetzt erstmal den Arm X. Das Futter. Ja, müssen wir den anderen verstecken, warum nicht? Gut. Dass wir sterben. Ja. Den haben wir uns noch geholt. Ah, ja, da kommt er. Da kommt er. Ja, haben wir uns geholt. Auch ein bisschen Auto eben. Sehr schön. Zweite Runde hat funktioniert. Schluck Kaffee. Ah. Na, sehr schön. Ah, schade. 2 zu viel gemacht. Ah, diesmal nur 5000, aber das hat gepasst. Ja, dann schicke ich euch nochmal in eine Pause und dann schaue ich mal, dass ich hier irgendwie PvP an den Start kriege. Also, bis gleich. So, liebe Leute, PvP Runde 1. So, das schieben wir noch schnell rüber. 10 gegen 10. Kein volles Gefecht erhalten. Und ja, wir machen, versuchen trotzdem das Beste. Ach, guck mal, die Schürzen wackeln sogar hier unten. Ah, okay. So. Ich muss langsam machen. Ich habe niemanden hinter mir, der mir jetzt irgendwie beistehen könnte. Aber das sieht doch nicht schlecht aus. Hier haben wir so ein bisschen Deckung. Können wir so ein bisschen über den. Ah ja, oder auch nie. Ja, da kommt schon einer. Sehr schön. Gut, mal, dass wir den aufgeklärt haben. Abgas da hinten. Jetzt habe ich mich natürlich bewegt. Schlecht für meine Aufklärsache. Ich denke mal, ich werde mich hier verziehen, denn ich habe niemanden, der mir irgendwie hier. Ja. Okay. Können wir mal feuern. Oh,
Wo haben wir denn? Oh, da kommt der Ramka. Anpingen, dass wir den jetzt umbringen, so schnell wie es geht. Der hat natürlich ordentlich Zerstörungspotenzial. Mal schauen, dass der Makaba von der Nähe auf mich schießt. Tja, ist natürlich ärgerlich, wenn der jetzt hier. Ist weg. Oben ist Bradley und Leopard. Ich denke mal, ich werde auch über die Brücke fahren, weil ja, gegen diesen eingegrabenen Merkava brauche ich gar nicht erst angehen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht dann eher dort drüben helfen. Ja, da ist er immer noch. Ja. Der BMT fährt ja schon dahin. Aha, da hinten ist was. Wow. Das war wahrscheinlich der Mephisto. Da ist was. Und Griffin ist das auch noch. Okay, die stehen wahrscheinlich alle dort hinten drin. Ja, da werde ich nicht viel Schein haben. Da ist der Mephisto. Ja, der Griffin war ja auch noch dort irgendwo. Hm. Natürlich blöd, die haben alle ihr APS-System. Hm. Ah, sehr schön. Tja. Beine in die Hand nehmen und abhauen. Kittes nachgeladen, das geht zum Glück. Na, ganz relativ zügig. Muss natürlich nicht die größten Überlebenschancen hier. Ja, das Team war an keiner Seite erfolgreich. Ja, der ist relativ. Ja, da kommt der Dings auch. Ja, komm. Da haben wir jetzt eh keine Chance mehr. Alter. Ja. Das war's. Schade. Den hat's. Zerlegt nur noch der VWL übrig. Aber der wird auch demnächst Geschichte sein. Na gut. Das gesamte gesamte Team gefrühstückt. Da können wir nichts machen. Außer noch ein Gefecht spielen. Wir haben durch am Anfang schon durch den einen Ramka oder Terminator, was das mal ziemlich krass auf den Deckel bekommen. Okay, gut. Weiter geht's. Mal überraschen lassen. Ach ja, okay. Mal schauen. Früh am Morgen spielt wahrscheinlich niemand. Was heißt früh am Morgen? Ist natürlich jetzt mittags.
Sehen wir uns wieder, wenn das nächste Gefecht losgeht. Na gut, Runde Nummer 2. Wir sind auf Hafensturm. Diesmal ein volles Gefecht. Und ja, mal überraschen lassen, wie es diesmal ausgeht. Ob es ein bisschen spannender wird oder ob die eine Seite die andere wieder überrennt. War. So, erstmal die Außenbahn besetzen. Der fährt in die Mitte. Und dann das Beste hoffen. Ja, wird schon ziemlich dreckig, das Fahrzeug. Sieht man gar nicht mehr diese wunderbare Tarnung. Mal schauen, dass wir relativ schnell dann nach hinten kommen, dass wir ein bisschen was aufklären können. Ah, da kommen sie schon. Okay. Gut. Oh je, da kommt eine ganze Menge. Da werden wir mal abdrehen. Das bringt gar nichts. Wenn ich irgendwie einen Kampfpanzer oder so hier hätte, dann würde ich sagen, ja, okay. Da könnte man was reißen, aber ja. Das müssen wir nicht machen. Natürlich hat der Gegner jetzt den Vorteil, er kann jetzt hier die Leute bekämpfen. Seht, ich bin mir da relativ unsicher. Griffin hat, glaube ich, APS. K21 hat, glaube ich, APS. Alles nicht ganz so einfach. Natürlich mal die Sache mit dem. Wir haben noch eine Maschinenkanone, ist nicht ganz so wild. Aber wir können mal versuchen, hier natürlich unser Team, das Team aufzuklären. Oh, da ist er. Ah, bleib stehen. Schade. Ach, schon mal gut. Ein gutes Zeichen, wenn er abhaut. Sehr schön. Jetzt ist das Team ist weg. Nachladen, Maschinenkanone aussuchen, auswählen. Was ist denn da hinten? Nö. Stand ein anderes Fahrzeug oder was? So, einen hat es zerrissen. Nicht schlecht. Wenn es die beiden ohne zerreißt, das wäre natürlich geil. Hier in der Infanterie rum. Mit Deibel. Ja. Wäre natürlich schön, wenn das Team versuchen könnte oben, aber wahrscheinlich geht das nicht. Nice, zwei hier weg. Gut. Ich bin halt wie ein Eichhörnchen, ne? Stück für Stück. Ist noch einer? Ah, aufpassen. Ach, ist ja darüber, oder was? Okay, jetzt müssen wir mit. Das eine gute Idee ist. Nee, keine gute Idee. Ah, okay. Ach, zu gierig. Zu gierig. Man hätte einfach warten sollen. Ja, jetzt sehe ich natürlich erst der Leopard kommt rum. Ja. Na gut, jo. Dann bis gleich. Jo, auswertungstechnisch 600 Schaden, ein bisschen Assist. Ja, machen wir das nächste Gefecht. Wir waren da leider mit dem Rosemacke. Habe ich mich leider reinziehen lassen. Habt ihr jetzt auch nicht gesehen, dass der Leopard rumgefahren ist, sonst hätten wir das. Ja, mit Sicherheit die Ecke klären können, aber ja, ich wollte ihn auch nicht nutzlos sterben lassen, ja, keine 20 halt APS, eine Rakete ist halt immer so ein bisschen umsonst. Die Zwischennachladezeit ist ja relativ gering, ja. Man hätte einfach nur warten sollen und dann hätten wir die Ecke dort bekommen, aber ja. Es sollte nicht sein. Mal schauen, dass wir jetzt vielleicht noch eine bessere Runde hinbekommen. Und ansonsten, ja. Mal schauen, wann es hier losgeht, ob es losgeht. Oder ja, mal wieder 5 Minuten warten.
Na komm, muss ich wieder meckern, dass ich jetzt ein Quech kriege, oder wie ist das? Okili dokili. Nächster Versuch hier im PvP mit dem 2T-Stalker was zu reißen. Lass uns überraschen. PvP ist immer wie so ein Überraschungsei, man weiß nie, was man bekommt. Mal funktioniert, mal funktioniert es nicht. Und hier stehen leider schon wieder zwei rum. Ach ja. So. Normalerweise kommt der genische Lemming Train hier unten immer lang, wenn man natürlich relativ viele Fahrzeuge hat. Wir haben natürlich jetzt nur einen Kampfpanzer. Da kann man versuchen, dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Wow, was macht er? Warum steuert er sich so komisch? Oh, kommt schon der Erste. Noch eine mitgeben da. Na gut, 200. Wo ist unser Leopard? Ah, komm, lass mich vorbei, Alter. Leider. Leider ist der Leopard dort, wo er absolut gar keinen Sinn macht. Ich möchte den Gegner irgendwie aufhalten. Mit seiner Panzerung. Ja, ihr seht, der Ramka kann jetzt. Oh Gott, jetzt habe ich meinen eigenen. Oh Gott, wo ging die Rakete hin? Okay, Griffin ist in der Mitte. Ja. Ah, wir haben ihn raus, aber... Ja, jetzt halt die Frage, ne? Ah, hier ist ein Mörser, okay. Jetzt die Frage, wer hat den Mörser abgeladen? Ach komm, leg ab. Oh, da kriegt man richtig schlechte Laune. Junge, Alter. Junge, was ist ein Problem? Ah, furchtbar. Ja, die werden auch schon umzingelt. Uiuiui. Griffen, ja. Griffen muss weg. So viele Gegner müssen weg. Ja, ist wahrscheinlich in der Kiste. Ja. Das wird wieder nichts. Oh, schauen, ob wir hier hinten was reißen können gegen die Kampfpanzer. Ja. Die sich nicht großartig bewegen. Die vielleicht ärgern. Na, wo ist denn Abrams? Oh, da ist er. Haben wir wirklich eine Chance ranzukommen, außer er wird gierig. Hm. Na, Griffin ist jetzt in der Mitte. Oh. Wow. Wieder meine Rakete irgendwo hingegangen. Jetzt aber Damage. Wow, 84. Alter. Gut, da war der T80 offen.
Ja, was will man da machen? Ja, schon mal 200 Schaden mehr als die letzte Runde. Ja, es sollte leider nicht sein. Schlechtes Karma hier aktuell, deswegen werde ich das Ganze mal abbrechen. Ich werde, denke ich, für mich das Fahrzeug ein wenig ausprobieren. Ich denke schon, dass das Fahrzeug viel Potenzial haben kann, wenn natürlich ja, die anderen Dinge stimmen. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück gehabt als ich. Aber ja, PvP ist halt immer so ein Überraschungsei. Und bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung. Tschüss.